Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir haben endlich mal gewonnen. Ja, und der Herr Kühn mit einer Topleistung, mit einem wunderschönen kleinen Pässchen. Ja, das war eigentlich relativ schön. Jetzt wird es aber dafür interessant. Also ja, da war es schön. Ich hoffe, hier wird es auch schön. Nämlich im Rückspiel gegen Molde. 2-1 verloren im Hinspiel, da ist noch alles möglich. Ganz klar, wir müssen das Heimspiel gewinnen, am besten mit 2 Toren Unterschied, weil sonst geht es dann in die Verlängerung. Auswärtstore gibt es in dem Sinn nicht mehr, sodass die doppelt zählen. Das heißt ein 3-2, wenn wir so gewinnen, ja, dann gibt es eine Verlängerung, ganz klar. Gut, jetzt haben wir aber noch schnell Büro. Lasst uns mal schnell gucken und wir machen dann gleich mal noch was anderes kurz. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Ja, aber natürlich doch. Mach einfach mal weiter so. Geht die Moral rauf, das ist genau, was ich bezweckt habe. Wir gehen mal zu den Transfers. Und hier gehen wir mal zu Spieler suchen. Es gab ein, zwei Tipps. Wir haben zwar jetzt einen neuen Innenverteidiger mit Friedrich, aber wir können ja trotzdem mal noch schnell gucken. Und zwar, muss ich schnell schauen, Tuta hieß es da. Gibt es da sowas? Jawohl, er hier. Schauen wir mal schnell. Ja, wird nicht beobachtet, das werden wir ändern. So, dann haben wir das für die Rückrunde dann, beziehungsweise Blödsinn für Ende der Saison. Dass wir dann den vielleicht tatsächlich, ja, kaufen können. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch einen zweiten, einen Dika. Ich habe nur die Nachnamen, das müsste aber reichen. Der Innenverteidiger wäre es, er hier. Okay. Und dann natürlich noch 2 Leute von der Schweizer Nationalmannschaft, die mir einfach nicht einfielen. Gibt es doch nicht. Müsste mich eigentlich fast schämen. Und zwar, ganz klar, Fabian Scher. Scher Fabian, wo haben wir den? Da gibt es aber viele Schers, da gibt es sogar Schreibers. Heißt der nicht? Der heißt doch Scher, come on. Moment, ich muss mal gucken. Fabian Scher. Ach so, oh. vielleicht noch ein E dazu, das ist hilfreich. Sag mal, ach, der hat kein E hier. Das ist natürlich blöd. Scher wird er nicht finden. Nee. Es kann nicht sein, dass ich hier kein E habe. Scher, Moment, ich versuche nochmal. Nee, wird nicht angenommen bei der Schweizer Tastatur. Ja, dann kann ich den auch nicht suchen. Ich kann ja mal Fabian. Wie doof ist das denn jetzt? Fabian, ja, so geht's, da ist er doch. Gut, müssen wir natürlich auch beobachten. Der ist halt schon 33. Ach, der hört sogar auf. Okay, aber der ist natürlich in Tat und Wahrheit auch nicht 33, sondern das ist, weil wir im Spielverlauf bereits im Jahre, weiß ich nicht wann sind. Wir haben aber noch den Herrn Elvedi. Aus der Nationalmannschaft, Elvedi, der Nico, genau, 28 ist der hier, jetzt heute. Bericht vollständig, Stärke 3 und 80, Wert 31 Millionen. Okay, der ist nicht allzu teuer, dafür, dass der eine Stärke von 83 hat, heiliges bisschen. Sollen wir den mal, ich würde den gerne kontaktieren eigentlich. Die 31 Millionen, die haben wir, glaube ich, noch. Oder sehe ich das falsch? Moment, lass mich mal schnell gucken. Büro. Ja, ja, das Geld haben wir. Okay, Transfers. Halt, das war hier. Wo finde ich die jetzt? Nicht hier. Bei der... Ja, muss ich nochmal zurück. Die finde ich bei der Transferzentrale. Oder in der Transferzentrale. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sterling beobachten wir da auch noch. Okay, da ist er, der Elvedi. Kaufvorschlagen. Sollen wir das mal angehen? Ich würde sagen, ja. Weil wir können natürlich, je nachdem, den Herrn Friedrich wieder verkaufen. So ist es ja nicht. Da kriegen wir auch nochmal Geld für. Also, Transfersumme anbieten. Wir haben einen Wert von 31 Millionen. Gehen wir davon aus, die möchten mehr haben. Ich versuche es jetzt mal mit 30. Übernehmen. Zack, mal gucken, was sie meinen. Zu niedrig. Ui, 42 Millionen. Das hätten wir. 28 ist er. Der ist natürlich mit 83. Das wäre der stärkste Spieler wahrscheinlich, den wir hätten. Machen Gegenangebot. Neue Transfersumme. Die möchten 42. Ich würde mal sagen, wir bieten 40. Mal gucken, ob sie das machen. Wahrscheinlich sind sie sauer und ziehen es zurück. Bin ich fast sicher. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und? Nee, das machen sie. Die 40 Millionen. Okay, jetzt müssen wir natürlich mit dem Spieler noch verhandeln. Da haben wir gesehen, das kann dann auch massive Probleme geben jeweils.
Verhandeln. Was hat der für Wünsche? Wir werden es gleich sehen. Schön bei Kuchen und so weiter. Nett. Nette Ambiance. Welche Rolle, Elvedi? Ja, sicher Schlüsselspieler. Das ist, denke ich, klar. Dann, das ist einverstanden. Das freut mich schon mal. Ich würde dem sogar 3 Jahre anbieten. Muss ich gestehen. Gegenangebot 3. Ja, ist auch einverstanden. Klar, schon älterer. So, weil wir können mit dem Geld im Prinzip nichts anfangen, wenn das rumliegt. Was haben wir denn jetzt? Moment. Freigabesumme. Ja, wir akzeptieren. Eben, die wollen auch keine. Wir wollen keine. Der Lohn, 31.000. Ja, wir machen ein Gegenangebot. Oh ne, ist gefährlich. Wenn ich jetzt halt wieder runtergehe, dass das dann scheitert, wir zahlen dem die 31. Oh, aber unser Gehaltsbudget liegt noch bei 10.000. Ja, egal, wir akzeptieren das, der gehört uns. Sehr gut, jetzt gehen wir aber nochmal kurz zu Herrn Friedrich. Da kann man dann sagen, das war ein kurzes Gastspiel. Je nachdem, wenn wir den gerade wieder verkaufen können. Nein, möchte ich nicht. Machen wir hier den Abbruch. Mannschaft. Teamzentrale. Ja, ist ein bisschen bitter natürlich für ihn. Er ist natürlich schon auch stark. Oder wir verkaufen halt einen anderen. Wen haben wir denn in der Verteidigung? Noch Stergio mit 78. Da hätten wir eine 80er Innenverteidigung. Was kriegen wir für den? Der ist 23. Ja, ich würde ihn tatsächlich hier auf die Leihliste setzen. Den können wir gar nicht wirklich verkaufen. Wie sieht's mit Stergio aus? Transferliste. Okay. Kommt er drauf, wird ihn nicht begeistern. Das kann ich mir vorstellen. Ist jetzt der Herr Friedrich aber schon bei uns? Taktikvorlagen. Der Herr Friedrich. Ja, der Herr Friedrich ist bei uns. Das ist mir klar. Ich meine, den Herrn, wo ist er denn jetzt? Elvedi, tatsächlich. Da ist er doch. Ja, dann ist klar, Stergio kommt raus. Der starke Elvedi rein. Und Stergio hätten wir aber hier gerne statt Badje. Ja, dann wird es für Badje eng, aber wir verkaufen ja. Wir verkaufen den einen oder anderen noch. Gut, würde passen. Haben wir hier irgendjemanden, den wir da draußen noch brauchen? Badje, Marcano, Colombo. Nö. Lasse Kühn ist auch drin. Ja, gut, würde passen. Dann würde ich das gerne speichern. Dankeschön. Ja, und dann gehen wir jetzt ins Champions League Quali-Rückspiel. Da bin ich gespannt, was wir da hinkriegen. Sollten wir verlieren? Moment. Nein, Vargas, nein, unverkäuflich. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das könnt ihr glatt vergessen. Ablehnen, dankeschön. So, können wir löschen. Ja, jetzt werde ich schon wieder ein bisschen angespannt, weil wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir in der Champions League weiterkommen wollen. Das ist ganz klar. Was hätten wir denn, wenn wir rausfliegen? Ich glaube, wir kommen dann in die UEFA. Die UEFA Europa League. Ich kann es fast nicht aussprechen. Weil ich möchte natürlich in die Champions League. So, motivieren. Hofft Heisenberg auf die Wende. Ja, wir glauben an unser Team, das ist mal ganz klar. Dann haben wir den Servizie. Genau, neue Strategien. Das ist wieder eine gute Antwort hier, dieses Danke. Ja, ja, das war eine Teamleistung. Das würde ich tatsächlich auch behaupten. Letzte Frage. Werden vor Ende des Transferfensters weitere Spieler verkauft? Ja, wir bauen ein Siegerteam auf, das ist klar. Also das hoffe ich zumindest, das wäre die Grundidee. Ich denke mal, Kollege Elvedi, der müsste uns hier einiges an Freude noch bescheren. Weil das ist schon ein starker Mann hier, eben mit 83. Wir könnten ja mal schnell gucken. Ne, Blanco hat 84, okay. Aber es ist zusammen mit dem Babu der zweitstärkste, den wir haben. Zumindest was jetzt den Skill angeht, natürlich. Gut, nein, ich möchte immer noch nicht. Ich möchte hier hin. Und das Ganze eigentlich spielen. Gut, was haben wir? Rot gegen Blau, das ist schon mal okay. Teammanagement natürlich noch. Das lassen wir so. Und hier gehen wir wieder mit Läufe in die Spitze rein. Und ansonsten würde das passen. Man könnte höchstens... Ja, ich würde hier kurz wechseln. Heisi hat 78 Stärke mittlerweile. Der geht Richtung 80. Während der Herr Kühn 71 hat. Aber der Herr Kühn ist einfach wesentlich beweglicher. Oder Kühn als Joker. Ne, wir bringen Heisi als Joker. Und nicht Nemeth natürlich, sondern Kühn hier rein. Dann ist Heisi Auswechselspieler, das ist okay. Gut, gehen wir rein. Ich bin gespannt. Wir brauchen einen Sieg und zwar
ja, mit 2 Toren Unterschied. Und ich sag mal, das wird schwer genug. Wahrscheinlich. Weil die sind stark, das habe ich schon im Hinspiel gemerkt. Wir haben unsere Jungs, Babu und Elvedi, den neuen natürlich. Ja, ich hoffe, der bringt ein bisschen Stabilität hinten rein. Das wäre schon sehr, 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 sehr wichtig. Ja, da haben wir es. Schöne Ambiance. Natürlich bei uns im Stadion logischerweise. Jetzt wird wieder gesungen. Nehme ich an. Noch nicht. Doch, es setzt ein. So, Friedrich und Elvedi im zentralen Mittelfeld. Das müsste stark sein. 80 und 83 Stärke. Hier haben wir die Moldovianer, die heißt natürlich nicht so. Wie sagt man denen? Moldaner? Ist egal. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Und wir müssen hier Dampf machen. Wir müssen, wenn es geht, irgendwie früh ein Tor hinkriegen. Weil wenn wir dann deren 2 brauchen und keins kassieren sollten. Jawohl, guter Ball auf den Babu. Auch stark gemacht. Aber da ist leider einer im Weg. Dafür gewinnt ein Babu das Kopfballduell. Und wir können einen ersten Druck erzeugen. Das könnte ein Foul gewesen sein oder nicht? Nee, eher nicht. Gibt Einwurf. Ja, geht da durch. Sauber. Haken. Ah, schade. Die Idee war gut. Da wird reklamiert von den Zuschauern. Foul. Ja, gut gemacht von Vargas. Da hat er aufgepasst. Ah, ich dachte, ich komme ran. Hat aber nicht ganz funktioniert. Ja, da lauert Lasse Kühn, aber kommt leider nicht an den Ball. Oh, da hat sich einer verletzt. Jetzt schon. Wie das denn? Der hatte doch den Ball, glaube ich, noch gar nicht. Das ist wieder okay. Das war nur kurz. Ah, spiel ihn ab. Oh, das ist natürlich Käse hier hinten. So ein Käse zu machen. Ja, das ist tatsächlich Käse, so ein Käse zu machen. Ja, sehr gut. Das hat geklappt. Guter Ball auf Vargas. Der ist schnell, das wissen wir. Nochmal. Oh, das war genau zu spät. Das wäre abseits gewesen. Der ist tatsächlich, Blanco ist verletzt. Aber das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Echt jetzt? Boah, ich dachte, Kühn kommt dran. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist mit diesen Flanken außenrum. Also über außen und dann die Flanken zu schlagen. Oh, ich glaube, ich muss Blanco tatsächlich rausnehmen. Das ist natürlich ärgerlich, so früh im Spiel schon. In so einem wichtigen Spiel. Gut gemacht. Das ist unser neuer Mann, das ist Nico Elvedi. Ja, stark auf Cuisance. Ah, da kann er sich nicht durchsetzen. Ärgerlich. Ich sage ja, man sieht, die sind stark. Elvedi, geh mal einen Schritt. Oh, gut gemacht. Oh, hier ist Tohuwabohu. Ja. Oh, nochmal. Nein, nochmal ein Fuß im Weg. Ei, Druck haben wir. Und wir haben einen verletzten Mittelfeldspieler. Na, come on. Nee, der geht hier nicht durch. Nee. Oh, stark, Elvedi. Ist zwar ein Foul, aber da hat man gesehen. Ei, der war sein Geld jetzt schon wert. Das hat er wirklich stark gemacht. Und ein Babu ist sowieso stark. Ja, jetzt haben wir wirklich auch eine starke Abwehr. Da hat Fass nach Platz. Nutzt das auch aus. Ah, der Pass. Oh doch, guck mal hier, Cuisance. Jawohl, 1-0. Hachi, 1-0 Hachi. Okay, der Grundstein ist gelegt. Ja, das hilft jetzt nicht, mich zu beruhigen. Ich werde fast noch ein bisschen nervöser, muss ich gestehen. Weil ja, jetzt müssten wir im Prinzip ein 0-0 halten bis zur 85. und dann Tor schießen. Dann hätten wir Ruhe, weil wenn wir das zu früh schießen, ja, wir müssen wechseln. Okay, dann das rein. Ja, schönes Tor, schön herausgespielt. Bitter natürlich jetzt, dass Blanco raus muss. Das ist unser stärkster Spieler, haben wir gerade gesehen. Mit Stärke 84. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Er musste immerhin nicht rausgetragen werden. Sehen wir das noch? Ja, da geht er. Ja, er läuft relativ rund. Vielleicht eine Zerrung, irgendwie sowas, so wenig gut aufgewärmt. Keine Ahnung.
So, wir brauchen ein zweites Tor. Wir dürfen keins kassieren. Sehr gut. Also sehr gut. Der Gegner sehr gut gemacht. Uns den Ball serviert. Oh, schade. Haben wir nochmal die Kugel. Und vertändelt. Tachi vertändelt sie gleich nochmal. Das war natürlich jetzt nicht gut. Auch nichts war das. Das war aber auch vom Molde-Spieler nichts. Fasnacht wieder mit Platz. Spielt ihn steil. Sehr gut hier. Oh, da wollte der Hatschi ihn durch. Das hat leider der Verteidiger gewittert. Das wäre natürlich eine große Chance geworden. Babu mit Ruhe. Gut, Vargas. Yes, yes, yes. Wieder Hatschi. Doppeltorschütze. Ui, jetzt läuft's. Ja, er weiß gar nicht, wo er hinrennen soll. Ui, schönes Tor, Kopftor. Ui, ja, in der Verlängerung, wie sagt man, in der Überzeit der ersten Halbzeit. Schöne Flanke hier. Und dann wunderbarer Kopfball. Aus dem, oder vom 5-Meter-Raum aus, da gab es gar nichts zu halten für den Torwart, sage ich. Da mal frech. Ja, ja, der kommt mit so viel Wucht. Und dann klingelt's hier. Genau dort, wo es klingeln soll. Ja, da freut sich Heusi. Okay, gut. Ja, jetzt, es würde reichen. Wir dürfen einfach kein Tor mehr kriegen. Ich denke mal, die erste Halbzeit ist gleich beendet. Jawohl. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Ja, es geht doch immerhin um die Champions League. Das ist eher verhaltener Applaus, interessanterweise. 4 Tore, 2 Schüsse. Hatschi. Ja, ist natürlich ganz stark. Das ist genau das, was wir von ihm sehen wollen. Das ist logisch. Gut, wir gehen mal schnell gucken. Sind da schon Leute komplett im Eimer? Oder müssen wir sonst irgendwas machen? Eigentlich nicht. Ich würde da noch warten. Ich würde vorne Kühn-Hatschi mal noch lassen. Ja, die Verteidigung verstärken hier im Babu ist natürlich einfach müde. Da könnten wir nachher Asenio bringen. Ja gut, das machen wir später. Wir gehen mal ins Spiel rein. Was ich jetzt aber mache, ich stelle das Ganze bei uns. Wenn ich kann. Na, come on. Ich wollte auf defensiv spielen. Wo ist es? Oh, nicht sehr defensiv. Ganz normal defensiv. Gut. Dann stehen wir ein bisschen tiefer. Das sollte eigentlich bereits ein bisschen Sicherheit bringen. Oh, aber das ist hier Käse im Quadrat. Schiri, jawohl, dankeschön. Karton, mach's nochmal, gehst du duschen. Das ist natürlich ideal. Ja, da wird ihn auch nochmal kurz gesagt. So nicht, junger Freund. Ja gut, da ist halt kein Ball. Also das ist natürlich, das kannst du so einfach nicht bringen. Das ist schon richtig. Okay, das wäre ideal, was da hier gerade gemacht wird mit dem Seitenwechsel. Das gefällt mir sehr gut. Guter Ball auf dem Babu. Oh, da wird aber der Ball abgenommen. Die stehen hinten schon auch gut. Und jetzt nicht hier irgendwie kontern. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Das ist Käse. Ui, da war ein Fuß dazwischen. Cuisance, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt dieses 2-0 zu verwalten. Oder das verwalten zu wollen. Ob es nicht schlauer wäre, das dritte Tor zu suchen. Aber das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, Elvedi ist im Zweikampf. Lässt sich da aber nicht beirren. Guter Ball. Ja, aber leider wieder auf den Blauen. Das ist natürlich nicht, was ich wollte. Geh mal einer hin. Ja, da ist Ziggy noch. Oh, das wird ein heißer Lauf, die letzten 30 Minuten. Ei, das wird... Die wollen natürlich auch weiterkommen. Das ist ganz klar. Die haben zu Hause 2-1 gewonnen. Denen gefällt das nicht, was sie hier gerade haben. Los, Männer, kämpft. Nein! Uiuiui. Okay, wir haben Zeit. Zumindest ein bisschen. So, dann haben wir einen Babu, der hier durchgeht. Jawohl, mit Tempo, er ist schneller, obwohl er eigentlich ja sehr müde ist. Oh, schade, gut gemacht eigentlich von, ich glaube Vargas war es. Aber dann mit zu wenig Schmackes. Da haben wir aber die Kugel nochmal. Gut gemacht von Kühn. Sehr gut.
Oh, aber dann ist Cheaten schon wieder. Das war, glaube ich, schon wieder Vargas. Oh, so einer muss rein. Wenn wir das dritte Tor haben, ist vorbei. Ja, da muss auch Kühn nach hinten arbeiten. Oh, hat den Ball fast. Da gehen wir ran. Ein Babu. Oh, brandgefährlich. Hau den weg. Sehr gut. Oh, zwei Leute, die auf Kühn gehen. Nein. Ui, nochmal, Ziggy. Hau ihn. Jawohl. Gut gemacht. Weitergeleitet. Sehr gut. Herr Kühn geht durch. Jawohl, er geht durch. Er geht durch. Yes! Lasse! Lasse schießt uns wahrscheinlich in die Champions League. Beziehungsweise, ich weiß halt nicht, ob nochmal eine Quali-Runde kommt. Uiuiui. Ui. Leute, ich habe nasse Hände, echt. Mein Gott, dieses Spiel. Aber das freut mich natürlich für Lasse Kühn. Das ist der alte Lasse Kühn nach seiner halbjährigen Verletzung. Zieht er hier einfach davon und nagelt das Ding da rauf. Das ist genau Lasse Kühn. Okay, 3-0. Wir sollen nochmal wechseln, hieß es. Ah, herrlich. Ja, jetzt singen sie. Jetzt ist der Applaus nicht mehr verhalten. Jetzt tobt das Haus. Wen sollen wir denn rausnehmen? Wir gucken mal. Ja, man sieht, da hat es natürlich die Verteidigung bzw. die ganze Mannschaft durcheinander geworfen, weil ich eben auf defensiv gegangen bin. Oh, Babu ist fällig. Da kommt Arsenio rein. Ansonsten, ich denke, wir könnten Kühn einen schönen Abgang bescheren, wenn wir Heise noch reinnehmen. Ansonsten müsste das passen. Wir bleiben mal bei defensiv. Wir könnten jetzt natürlich sogar ein Tor zulassen. Das möchte ich aber natürlich nicht. Deswegen lasse ich es auf defensiv. Jetzt mit diesem 3-0 sind wir hier mehr als gut unterwegs. Schön. Lauf, lauf, lauf. Oh, das sieht wieder gut aus. Ah, leider der passt dann nix. Geh mal drauf. Und jetzt den Konter nicht zulassen. Das heißt, alle wieder brav zurück. Oh, wie der den Ball an. Nimmt aber. Oh, okay, weg. Wir schwimmen ein bisschen. Komm, den hast du. Oh, eieiei. Oh, nö. Oh, nö, nicht so ein billiges. Ei, nein, jetzt wird es noch machen. Nö, 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 nö. Ei, aber das sehen wir. Wir haben jetzt natürlich wirklich das dritte Tor gebraucht. Oh, aber was war das denn jetzt, blödes, billiges? Hm, an Ziggy vorbei. Okay, das werden lange, lange 5 Minuten. Befürchte ich da mal. Ja, ihr ahnt, was ich jetzt gerade mache. Genau, mal ein bisschen mit Ruhe aufbauen. Wir haben keine Eile, tatsächlich. Schöner Ball. Ja, fast noch geht er nochmal durch. Da wäre er fast gefoult worden. Ah, nicht den Ball verlieren. Das Spiel ist eigentlich aus. Ach nö, come on. Schiri pfeift ab. Ja, oh Gott. Ich dachte, jetzt kommen sie nochmal. Ja, huiuiuiui. Ich kann jetzt leider nicht sagen, hurra, wir sind in der Champions League. Ich kann höchstens sagen, hurra, wir sind eine Runde weiter. Sprich, ja, vielleicht eine zweite Quali-Runde. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich weiß es einfach nicht, was da derzeit für Modus herrscht. Ist jetzt auch egal. Wir haben die erste Hürde geschafft mit einem 3:1 gegen Molde. Das war irgendwie eine knappe Kiste gefühlt. Allerdings eben 3-0 in Führung gegangen. Es war dann doch irgendwie eigentlich klarer, als man vielleicht denkt. Heieiei. Gut, das hätten wir. Das war schwierig und das war erst die Quali. Also das wird dann natürlich ganz interessant, wenn dann die Champions League richtig losgeht. Wir gehen mal gucken. Ja, viel sieht man da noch nicht. Ja gut, jetzt geht es eh zurück in die Meisterschaft. Da sehen wir es auch. Wir haben im Büro zwei Sachen. Ach, ein Transferangebot für Nemeth. Ja, das werden wir uns sicher ansehen und gegebenenfalls annehmen, weil wir brauchen das Geld. Wir haben jetzt allein schon vom Lohn her das Budget überschritten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, liebe Freunde. Die Hürde haben wir genommen. Ich hoffe, das Spiel hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Wir haben noch einen fetten Transfer gemacht. Ich denke, der Weg ist der richtige. Danke fürs Zusehen. Bis auf zum nächsten Mal. Tschüss.